guten Morgen. Und es ist echt super entspannt. Ich sitze hier auf so einem ganz tollen Boxspringbett. Teure Sache, so ein Ding. Morgen, Herr Fischer. Aber wird viel Schindluder getrieben mit solchen Sachen. Werden Sachen als Boxspringbetten verkauft, die eigentlich gar keine sind, oder? Ja, das ist korrekt. Boxspringbetten gibt es mittlerweile in ganz großen Preisspektren, schon ab 800 Euro bis 10.000 Euro hoch. Und die meisten Verbraucher wissen gar nicht, was ein Boxspring ist. Das ist eine Unterfederung, die nochmal gefedert ist. Also statt Lattenrost. Also hier unten ist quasi so eine Federung drin. Da ist nochmal eine Feder drin. Oben drüber ist dann ein Taschenfederkern und das ist ein richtiger Boxspring. Und der hat dann auch seinen Preis, wenn der so gemacht ist. Also diese doppelte Federung verspricht halt unheimlich viel Komfort. Aber manchmal ist es dann praktisch nur eine Spanplatte und wird als Boxspring verkauft und das ist eigentlich kein richtiges. In einfachen Fällen wird er einfach nur umpolstert, man spart halt irgendwo an der Federung und dann ist es kein richtiges Boxspring mehr. Wir haben eine Reihe Fragen schon gekriegt heute Morgen, wir gehen mal hier rüber. Es gibt nämlich einige Fragen zu Schadstoffen. Hendrik Jürgens aus Nürnberg möchte wissen, wie sieht es mit Schadstoffen in Matratzen aus, worauf soll ich achten? Also ein Siegel, was der Verbraucher sicherlich an vielen Matratzen erkennen kann, ist das Ökotex-Siegel, was für schadstoffarme Matratzen spricht. Wir haben generell in Deutschland einen sehr, sehr sensiblen Markt. Ich würde mal sagen, wir finden in Deutschland kaum noch Matratzen, die schadstoffbelastet sind. Gabi Hülser sagt aber aus Düsseldorf, ganz hier um die Ecke, haben sie auch noch einen Laden, wenn ich meine Kaltschaummatratze, als ich die ausgepackt habe, das ist also so eine hier, der Rauch ist fürchterlich chemisch. Ist das, und der Verkäufer sagt, ist normal. Ja, also ich sag mal, neue Produkte haben immer einen gewissen Eigengeruch, gerade Matratzen, die speziell oder direkt aus der Fertigung kommen, die riechen etwas neu, so wie ein Auto neu riechen kann. Ganz einfacher Tipp aus der Praxis, Herr Lamberti, ist Lüften. Matratze entkernen, an die frische Luft stellen, einen halben Tag, dann ist das Thema vom Tisch. Ganz kurz noch eine Frage, bis zu welchem Gewicht ist so eine Schaummatratze denn empfehlenswert? Das will Elfi Port aus Nürnberg wissen. Schäume gibt es heute für alle Gewichtsklassen, ab 50 Kilo bis 150 Kilo. Gute Modelle gibt es in bis zu 4 Härtegraden. Entscheidend ist nachher die Schäumung selber, die Solidität des Materials. Das heißt, ich kann also Schaum wirklich universell in jeder Gewichtsklasse einsetzen. Also es geht alles, man muss bloß auf die richtige Form und so weiter achten. Weitere Fragen machen wir hier, stellen Sie sie im Matratzengeschäft in Leverkusen. Vielen Dank. Morgen.